Guck mal, die ersten kommen schon rüber. Läuft bei mir. So, Skyfi. Raketenkantine haben wir. Setz hier hin und das andere Typ Dings setzt da drüben hin. Wenn's geht. Wenn es geht. Wieso ist denn hier irgendwie alles kaputt? Das ist so traurig. Das ist echt traurig. Besucher im Park 1300. Dafür muss erstmal alles ganz sein und funktionieren. Was aber auch der gute Herr Dennis gedacht hat, der hier, den packe ich jetzt mal, und das sollte ich mal ganz schnell das hier hinten angucken. Nee. Du guckst dir das hier an. Du guckst dir das an. Das musst du jetzt nicht. Souvenirstände guckst du jetzt nicht an. Du guckst jetzt das auch nicht, das auch nicht an, sondern du guckst dir jetzt flache Bahn an. Bewertet. Es gibt hier kein Schwimmbad zum Angucken. Du sollst jetzt das hier angucken. Werter Herr Parkinspektor. Komm, leck mich doch, du Arschloch. Dennis hat nämlich gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass man den, dass der Parkinspektor sich erst dieses Zeug angucken muss, bevor das überhaupt gewertet wird. Und das vermute ich auch. So, jetzt wollen wir mal gucken, wieso wir viel Geld haben. Okay. Darlehenszins. Ja, die 43 Euro bringen nun auch, ne? Na gut, ein bisschen was würden sie auch bringen, aber die müsste ja erstmal zurückzahlen. Ich weiß auch nicht, wie hoch ich diesen Preis machen kann, ohne dass es gleich zu hoch ist. Oder soll ich doch lieber versuchen, die Ladenverkäufe halt noch ein bisschen mehr reinzukriegen? Wenn man hinkriegt, überall 10 Cent mehr zu bekommen, wäre das ja auch nicht schlecht. So. Wie bezahlt ihr hier? Guck mal, ich kann sogar Toilettenpreise noch veranschlagen. Was? Häufige Inspektion? Auch hier kann ich keine Preise. Nee. Dafür kostet ab sofort die Toilette was. Scheiniger 5 hat gekündigt, haben wir schon wieder einen weniger. Ganz toll.
So einen Stand werde ich nicht mal einen bauen. Ich habe das Gefühl, habe ich schon mal erhöht. Das habe ich auch schon mal gemacht, oder? Ja. Überall, wo ein Haken drin ist, weiß ich, jetzt habe ich schon mal das Geld erhöht. Könnte man eigentlich ab sofort so machen. So. Die mit Haken sind synchronisiert. Guck, da ist nicht ohne Haken drinne. Und dann läuft das nämlich. Preis erhöht. Und hier tun wir auch den Preis erhöhen. Solange mir oben keiner was sagt, ne, dass es zu teuer wird, ist alles in Ordnung. Wieso fallen jetzt diese ganzen Stände aus? Ist ja merkwürdig. Solange das nichts damit zu tun hat, dass ich hier gerade Horrorpreise überall verlange. Das haben wir. Das haben wir. Gruselhut. Ey, was ist denn jetzt los hier? Ist ja nicht mal normal. Irgendwie geht es. Sag mal, wie viele Mechaniker habe ich noch? Komm, ich brauche Mechaniker. Ganz dringend. Habe ich hier den Haken reingemacht? Ja. So, jetzt habe ich glaube überall die Preise erhöht. Jetzt gucken wir bloß mal, was mich jetzt gerade interessiert. Aufs Geld. Warum ich jetzt plötzlich so viel habe. Ladenverkäufe. Sind jetzt mehr geworden? Nee. Ich habe jetzt auch jeden Monat plus gemacht. Parkeintrittskarten. Sonstiges. Das ist die Toilette. So. Den wir da also diese Horrorpreise jetzt haben überall. Können wir jetzt die Raketenkantine aufstellen. Und natürlich auch hier die Preise jeweils um 10 Cent erhöhen. Und den Weltraum-Shake stellen wir natürlich auch noch auf. Mit 10 Cent höheren Preisen. Bestes Essen habe ich Auszeichnung bekommen. Gut. Haben wir das? Wieso ist denn das Ding jetzt kaputt? Boah, ey. Ah, ist schon einer. So. Wartet kurz. Hier stellen wir auch noch Mülleimer hin, damit die es bitte dort reinwerfen könnten. So und so. Und natürlich die Bank stellen wir auch noch mit auf, dass man sich für Notfall auch mal hinsetzen können. So, und hier stellen wir ein Schild hin. Und hier. Und da schreiben wir es drauf.